Willkommen zur neuen Pantomimen-Show. 9 vor 9 endet diese Pantomimen-Show jeden Dienstag. Und der kleine Stefan wird mit euch Pantomimen üben. Wir fanden das besonders schön, lieber Lars, nicht wahr? Und es ist etwas schöner, als wenn du morgens den Tag mit Kraftausdrücken wie den heutigen Tag gestaltest. Ich grüße dich. Hallo, guten Morgen. Ja, für alle, die jetzt nur hören und nicht sehen, du hast einen schwarzen Pullover vor schwarzem Hintergrund und es sieht einfach fantastisch aus. Ich weiß, dass ich fantastisch aussehe, aber auch schon mein Chef hat mich auch schon für den schwarzen Pullover durch den Kakao gezogen. Ich habe ihm dann erklärt, dass das der Steve Jobs Gedächtnislook ist. Aber mal schauen. Ja. Absolut, absolut. Was hast du denn auf der Pfanne nach dem Kraftausdruck des heutigen Tages? Also zunächst, also eigentlich die Digitalmeldung der Woche ist, auf die bin ich gestoßen, als ich mal so ein bisschen gesurft bin, dass die EU einheitliche Ladekabel haben möchte ab 2024. Das ist ja eigentlich, also dass uns das bislang durchgegangen ist. Am 23.09. habe ich ja eine Nachricht gesehen. Also das heißt, USB-C soll der einheitliche Standard werden für alle Ladekabel, also nicht nur iPhone, nicht nur Handys oder Smartphones, auch Tablets und Spielekonsolen und ich weiß nicht was. Das ist ganz großartig und Apple gefällt das, glaube ich, gar nicht. Apropos Steve Jobs Gedächtnis Pullover. Es ist ja schon erstaunlich, dass du diese Meldung jetzt noch hervorholst, ne? Ja, ich Nach sag so ja, es langer ist Zeit. alt und ich habe sie gesehen, aber es ist echt lange her, dass die Mach den Meldung Lars kam. mal so Aber wieder mir in ist sie. Vollbild nehmen. Für die, die das hier sehen, jetzt ist er im Vollbild. Ah, toll, jetzt sehe ich mich wieder selber. Nee, die Meldung ist mir durchgerutscht. Ist jetzt nicht die Digitalmeldung des Tages, aber wollte ich Ja, nur noch mal jetzt hast du kurz mich natürlich aus erwähnen. der Bahn geworfen, denn ich habe was ganz anderes von dir erwartet. Nee, aber das kommt jetzt, das ganz andere. Es kommt Wir jetzt. hatten ja vor ein paar Wochen mal über das Metaverse gesprochen und so, dass das halt so in den Anfängen ist und das zwar noch alles etwas schwammig, aber dass wohl sich so einige Plattformen eben schon um dieses Thema kümmern. Und da kam dann jetzt eben gestern, glaube ich, oder vorgestern kam jetzt die Meldung, dass Facebook ein Metaverse-Business aufbauen will und zwar in Europa. Und die Meldungen waren halt die ganze Zeit oder die Titel waren dann immer: Facebook baut in Europa ein Metaverse auf und schafft 10.000 neue Stellen in Europa und so weiter und so weiter. Und wenn man sich dann eben den Artikel mal ein bisschen oder die Artikel dazu ein bisschen genauer durchliest, dann wird dann immer im gleichen Atemzug werden die Probleme mit erwähnt, die Facebook so gerade hat. Und als ich mir das dann eben so angeguckt hatte, dachte ich mir, da haben wir irgendwie nur so am Rande immer wieder mal sind wir darauf eingegangen und deswegen wollte ich das mal so ein bisschen genauer beleuchten, so die Dinge, die sich gerade so rund um Facebook tun. Und das wäre so mein Thema. Und eine Frage hätte ich dazu auch. Die Frage können wir am Ende vielleicht dann nochmal beantworten, aber am Anfang kann ich sie ja mal kurz stellen. Glaubst du, dass Facebook als Unternehmen, so wie es jetzt ist, bestehen bleiben wird, oder ob sich da grundsätzlich etwas ändern wird oder ändern muss bei Facebook? Das ist mal so eine Frage, die dem Ganzen dann ja, die über diesen ganzen Dingen steht. Fahre er ruhig in seinem Monolog fort. Ich darf die Frage ja noch nicht beantworten. Okay. Also, ich habe ja mal so vier Themen mir hier zusammengeschrieben. Ich habe mich ja vorbereitet, die eben sich eben rund um Facebook so gerade tun. Das eine sind eben diese berühmten Facebook-Files des Wall Street Journal und eben die Enthüllungen der Whistleblowerin, wie heißt sie, Frances Haugen. Das ist so das Erste. Dann das Zweite ist ja die Geschichte vor 2 Wochen, glaube ich, dass Facebook, Instagram und WhatsApp eben für 6 Stunden weltweit down waren, also dass eben weltweit nicht auf die Plattform zugegriffen werden konnte. Und dann, was eben auch noch mit dazu kommt, ist, dass Facebook jetzt auch nicht gerade das schnellst wachsende Unternehmen ist oder vielmehr, dass die Plattform selber, also die Nutzerzahlen, sich eben nicht radikal weiter wachsen, so wie es Facebook eben in den vergangenen Jahren gewohnt war. Und dann eben die vierte Meldung, was ich eben schon sagte, dass Facebook eben dieses Metaverse-Business aufbauen will und 10.000 neue Stellen schaffen will in Europa. Und als ich mir das alles so genauer angeguckt habe, dachte ich mir, das gehört schon alles sehr eng zusammen, muss ich sagen. Und da würde ich eben mal kurz so ein Update geben, sozusagen. Also das erste wäre eben die Whistleblower-Enthüllungen, die jetzt im Wall Street Journal eben angefangen haben. Aber jetzt hat ja die Frances Haugen, ist ja jetzt auch öffentlich gegangen, hat vor dem Senat in den USA schon ausgesagt, wird auch Meetings in Europa haben, mit und vor der Europäischen Union haben. Und das ist ja dann doch eingeschlagen, sehr stark eingeschlagen. Und letztendlich, also was da Facebook eigentlich vorgeworfen wird, ist, dass sie als Unternehmen sich eben auf den eigenen Profit fokussieren.
Und das ist ja jetzt erstmal für ein Unternehmen, was auch an der Börse ist, vielleicht nicht unbedingt unnormal, und das sollte man vielleicht auch nicht einem Unternehmen dann vorwerfen. Aber das Problem ist eben, dass mit Facebook es eben ein Unternehmen ist, die einen wahnsinnigen Einfluss und auch eine wahnsinnige, ja doch, Einfluss ist vielleicht das richtige Wort, die eben die öffentliche Meinung und auch das Verhalten und das Wohlergehen von Millionen oder Milliarden Menschen weltweit dann eben beeinflusst. Und das macht die Geschichte dann doch so ein bisschen speziell. Und die, mal in Kürze, die Enthüllungen, die da eben rauskamen mit dem über die Facebook-Files vom Wall Street Journal und das, was eben Francis Hauge dann gesagt hat, sind, dass zum einen eben vor allen Dingen Instagram, die Plattform, eben für viele Teenager und vor allen Dingen für viele junge Frauen und auch Mädchen eben schädlich ist, und dass Facebook das eben auch schon sehr lange weiß, aber letztendlich nichts dagegen oder nur sehr wenig dagegen getan hat. Dann ist das Zweite, was eben damit zusammenhängt, ist eben, dass Facebook eben mit den ganzen Plattformen, die dazugehören, eben an Marktanteilen, an Nutzerzahlen, Nutzerinnenzahlen oder dass die Nutzerzahlen sinken, und dass eben andere Plattformen wie TikTok, aber interessanterweise Snapchat auch immer noch, dann eben auch gerade bei den jungen Menschen eben Facebook da die Marktanteile wegnimmt und immer weiter wegnimmt. Und das Dritte wäre, dass Facebook eben zwar Anstrengungen unternommen hat, sozusagen eine bessere Plattform für Konversation zu sein. Und das war ja dieses Meaningful Interactions war es, glaube ich, auf das sich Facebook dann 2018 fokussieren wollte, was aber nur dazu führte, dass alles noch schlimmer wurde. Also dass im Grunde der Hass und die Negativität auf Facebook, dass die eben immer stärker wurde und auch immer stärker promoted wurde. Und das Vierte wäre dann noch, dass viele prominente Personen im Grunde überhaupt nicht mehr reguliert werden. Also dass die Community Guidelines, die eben für alle eigentlich gelten sollen, dass die eben für einige, die eben auch Falschmeldungen oder eben auch Hass verbreiten auf Facebook, auf den Plattformen, dass die eben überhaupt nicht mehr reguliert werden. Und das sind so die Hauptdinge, die da eben rauskamen. Das klingt alles nicht gut. Oder was meinst du? Ja, aber who cares? So ist das. Ja. Jetzt habe ich doch eine Antwort von dir erwartet. Also Facebook ist ja aus meiner Sicht eine never-ending Story. Die Cambridge Analytics Papers sind, wie alt sind die? 10 Jahre? Ich glaube nicht ganz, aber sind also auch schon einige Jahre entsprechend auf dem Markt. Und die Praktiken werden ja schon seit einigen Jahren entsprechend immer wieder diskutiert. Und sie klitschen aalglatt entsprechend an dem Konzern ab. Also man wurschtelt sich ja von eine Anhörung zur nächsten, dann muss der arme Mark Zucki dann mal irgendwo Rede und Antwort stehen. Aber ändern tut sich doch nicht wirklich was. Und einerseits auf der wirtschaftlichen, juristischen, politischen Seite. Andererseits, du sagst, ja, die verlieren hier und da ein bisschen was. Andererseits haben sie aber immer noch riesen Marktanteile. Also ich sehe noch nicht, dass die Anwenderinnen in Scharen von Facebook und den zugehörigen anderen Plattformen, wir um Gottes Willen nicht vergessen wollen, weglaufen. Ja, nee, ist zurzeit nicht so, noch nicht so. Ich glaube schon, ich habe das Gefühl, dass sich insofern was ändert, weil einfach die öffentliche Aufmerksamkeit eine andere ist oder auch sich verstärkt und vor allen Dingen auch stärker ins Detail, auch ins technische Detail geht. Also du hast ja das Thema Cambridge Analytica und eben die Anhörungen von Mark Zuckerberg erwähnt. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal da vor dem Senat vorstellig werden musste und da eben Fragen beantwortet hat. Aber wenn man diese Fragen eben mit dem vergleicht, was jetzt eben bei der Anhörung von der Frances Haugen, von der Whistleblowerin, gefragt worden ist und welche Themen da kamen, das geht halt sehr viel mehr ins Detail. Also man merkt, dass sich die Politik und gerade auch in den USA die Politikerinnen und Politiker eben immer stärker oder immer besser auskennen und auch immer stärker ins Detail gehen. Und ich glaube, dass das schon eine Gefahr für Facebook sein kann, dass da nicht mehr so allgemein drüber gegangen wird und gesagt wird, ja, ist schlimm und tut mal was und dann gab es eine Anhörung und dann war das unser Job und das war's dann, sondern dass sich da, also es könnten zumindest Anzeichen sein, dass sich da auch grundsätzlicher etwas ändert und einfach auch das Interesse größer wird. Und ich glaube, das Zweite, was noch dazu kommt, ist, und da hoffe ich und ich glaube auch, dass das sein könnte, dass eben Europa eine größere Rolle spielt. Das hat dann wiederum vielleicht auch mit dieser Meldung zu tun, dass Facebook jetzt eben das Metaverse vor allen Dingen in Europa entwickeln will und hier eben vor allen Dingen neue Arbeitsplätze, auch hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen will, dass da vielleicht auch ein bisschen besänftigt werden soll. Weil ich glaube, dass der
dass der Druck, was Facebook angeht und was auch die Praktiken von Facebook angeht, dass der aus Europa heraus schon auch noch mal größer ist. Und da bin ich jetzt eben auch mal gespannt, was passiert, wenn eben Frances Haugen dann eben auch hier in Europa dann vorstellig wird und eben ja mit ihr gesprochen wird, auch von den Offiziellen in der Europäischen Union gesprochen wird und was das dann eben noch mal auslöst. Aber grundsätzlich hast du schon recht, dass also Facebooks Praktik war bislang eben immer eher aussitzen und das hat bislang auch immer funktioniert. Schauen wir mal, ob das diesmal auch wieder so sein wird. Ja, bei der EU diskutieren wir jetzt auch schon geraume Zeit. Ja. Die zwei Acts, den Digital Markets Act und Digital Services Act, ob es die mal durch sind und ob sie durchgehen. Ja, man ist ja immer so unheimlich einig bei der EU, das ist ja auch so eine Frage. Und es gibt ja auch Länder, die sich dann eben aus dem Datenschutz ein bisschen rauswinden, wo ja Facebook durchaus auch eine offene Flanke entsprechend hat. Ja, also ich sehe immer mal wieder Zuckerberg oder seine Athleten da in irgendwelchen Anhörungen. Aber ich sehe bisher keine Änderung auf der politischen Ebene. Und wirtschaftlich, ja, er hat sicherlich die Hosen voll, sagt man ja auch, dass er sehr große Angst vor Konkurrenz hat. Ja, und da mag sich was getan haben, aber ich glaube, wenn man die Quartalsergebnisse sich von Facebook-Konzernen immer noch anschaut, das ist noch genug, davon kann man leben. Nicht nur eher, ne, von der ganzen Sache her. Ja, und da sind wir vielleicht dann auch bei einem weiteren Punkt, was halt so die Verantwortung angeht und auch Dinge, die vielleicht dann oder andere Dinge, die vielleicht dem Unternehmen Facebook und Zuckerberg insgesamt dann eben auch zu Änderungen zwingen können. Das ist halt das Verhalten der Unternehmen, die auf den Plattformen werben. Solange das halt weiter so sein wird und die Unternehmen halt weiter viel Geld in die Werbung auf Instagram, Facebook und so weiter stecken, solange ist der Druck dann wahrscheinlich auch gering. Also es müsste eigentlich so ein gemeinsamer Druck von werbetreibenden Unternehmen und eben der öffentlich den Nutzerinnen und Nutzern sein, dass sich was ändert. Aber ich merke schon, du bist skeptisch und das wäre ja dann auch die Frage, wenn es eben um die Frage geht, wird Facebook als Unternehmen, so wie es jetzt ist, halt bestehen bleiben? Da hast du wahrscheinlich. Ich sehe noch nicht, dass sich da was ändern wird, ja, um das ganz ehrlich zu sein. Ja. Ja. Von der ganzen Sache her. Meine, sicherlich sind so Sachen wie das App-Tracking da, was Apple mit iOS eingeführt hat, Sachen, die könnten in puncto Werbeeinnahmen Mark Zuckerberg entsprechend wehtun. Aber wie groß der Einfluss eben entsprechend ist, das ist eben bedauerlich. Ich habe es irgendwie geahnt, dass du das Thema heute bringen würdest. Habe mir das Social Media Briefing dann auch von den geschätzten Kolleginnen und Kollegen von Martin und von Simon angeschaut, die ja da eine schöne, sehr, sehr umfassende Zusammenfassung von Facebook entsprechend geschrieben haben, wo sehr viele Aspekte wirklich auch sehr kondensiert zusammengefasst und analysiert werden. Wir werden es verlinken, wie wir es immer tun. Ja, und mir ist aber dabei immer ein Satz ins Gesicht gesprungen, ins Gedächtnis gekommen. Und der immer beim Facebook bzw. bei WhatsApp fällt, ich habe doch nichts zu verbergen. Und es ist doch Ende zu End verschlüsselt. Ja, habe ich letzte Woche, glaube ich, auch wieder gehört. Und diese Aussage, ich habe ja nichts zu verbergen und in puncto WhatsApp ist es ja End zu End verschlüsselt, wie auch die anderen, das zeigt doch, dass die Frage bei dem größten Teil der Endanwenderinnen nicht angekommen ist. Da sind immer ein paar weggegangen zu Signal und zu Threema. Aber an der Macht, an der Dominanz im Bereich Messaging hat man noch nicht knapsen können. Und die Kombination von Instagram, WhatsApp und Facebook und dass da potenziell Daten geshared werden, um zu Werbezwecken genutzt werden zu können, hat da auch nicht wirklich gegriffen. Also es ist doch von vielen, vielen das Thema ganz, ganz weit weg. Bei den Älteren wahrscheinlich, weil sie sich einfach damit auch nicht auseinandersetzen. Und wenn ich dir folgen darf, die Jüngeren, die sind woanders, aber da werden ja auch Daten abgegriffen. Oder wie siehst du das? Ja, wobei also zum einen, was die Jüngeren angeht und auch das Thema Datenschutz, also es sind ja immer noch wahnsinnig viele Jüngere auf der Plattform und ich meine, Facebook hatte ja auch die Pläne, da irgendwie ein Angebot Instagram für Kinder sozusagen aufzubauen, haben sie jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das Thema Datenschutz ist da vielleicht auch gar nicht so
relevant, vielleicht auch tragischerweise nicht so relevant, wie es halt andere Themen sind. Aber also wichtiger ist, glaube ich, und das ist auch das, was bei diesen Facebook-Files dann rauskam, ist eben auch wirklich den Schaden, den eine Plattform wie Instagram eben gerade für jüngere Leute, für Teenager und für junge Frauen und Mädchen eben anrichtet. Ich glaube, das ist der größere Punkt, und das ist vielleicht auch das, was so hoffe ich eben manche Politikerinnen und Politiker da zum Umdenken zum Umdenken motiviert. Also das ist das eine, also dass vielleicht Datenschutz gar nicht das große Thema ist, was vielleicht auch so der Treiber für den Druck ist. Und das andere ist, du hast jetzt gerade auch WhatsApp erwähnt, dass eben die Leute immer noch fleißig WhatsApp nutzen, obwohl es eben auch sicherere Varianten gibt, also eben auch sicher, was die eigenen Daten angeht. Da wäre eben der andere Punkt, den wir noch nicht besprochen hatten, kommt da eben noch mit rein. Wir hatten das vorige Woche oder vor zwei Wochen, haben wir das ja eher so scherzhaft gesagt, dass Facebook down war, und wir haben das ja gar nicht so richtig gemerkt oder uns hat das so gar nicht richtig betroffen. Wenn du das eben weltweit dir anguckst, dann hat das eben ganze Länder, hat das eben massiv getroffen und auch Unternehmen, kleinere Unternehmen in anderen Ländern eben massiv betroffen. Also wenn man sich da die Zahlen anguckt, wie zum Beispiel WhatsApp als und die anderen Plattformen von Facebook, wie die eben in Afrika zum Beispiel genutzt werden. Das ist teilweise, also ich habe jetzt gelesen, in irgendwelchen Ländern ist es, glaube ich, ein Drittel oder vielleicht sogar noch mehr des gesamten Traffics, Internet-Traffics, ist WhatsApp-Traffic. Also das ist ja der Wahnsinn, und dass auch viele Unternehmen und auch öffentliche Einrichtungen zum Beispiel, dass die eben, was so Kommunikation angeht und was auch wirklich Geschäfte machen angeht, also Verkaufen angeht bei Unternehmen, dass die eben auf WhatsApp und auf die Facebook-Infrastruktur angewiesen sind. Und wenn dann aufgrund eines Fehlers, die irgendjemand in den USA gemacht hat, dann auf einmal für ein Drittel des Tages dann eben das gesamte Business dann irgendwie ausfällt, das ist schon heftig. Und da, wenn du das eben in Verbindung setzt mit den Fehlern vielleicht auch, die Facebook macht, oder den Versäumnissen, die Facebook eben begeht, dann wird das schon insgesamt eine Geschichte, wo man schon wirklich sehr stark zu dem Urteil kommen muss, da muss was passieren, und da muss auch, wenn Facebook eben sich selber nicht ändert, muss eben auch reguliert werden. Und wie gesagt, so diese Wucht der und die Kombination dieser ganzen Themen, die wir jetzt hier angerissen haben, das geht ja alles noch viel tiefer, sorgt vielleicht doch dafür, wenn ich die Frage beantworten würde, dass Facebook, so wie es jetzt ist, nicht bestehen bleiben wird. Du weißt, es gibt da Skeptiker, und einer sitzt hier auch und macht die Pantomimen-Show von der ganzen Sache her. Ja, ich sehe es noch nicht, weil das ganze Thema GAFAM, um das mal etwas breiter zu fassen, also das Konglomerat an Monopolen, Google, Amazon, Microsoft, Facebook und Apple, hat sich doch eigentlich ganz gut gehalten. Ja. Sinnigerweise, und ich habe es auch bewusst dann rausgesucht, bin ich dann auch auf einen Artikel von Jörg Schieb getroffen, der sich mal wieder zum Thema Amazon geäußert hat. Ja. Und das ist ja genau die gleiche Never-Ending-Story. Jörg hat hier in seinem Beitrag aufgearbeitet, dass man jetzt herausgefunden hat, und das ist auch nicht neue Praxis ist, dass man wohl in Indien bewusst seine eigenen Algorithmen genutzt hat, guckt, welche Produkte laufen denn jetzt gut, und hat dann Produkte unter eigener Marke nachgebaut, die dann in der Regel auch ein bisschen billiger sind, und die dann von Wunderhand auch in den Suchlisten von Amazon auch ganz vorne auftauchen, ja, von der ganzen Sache her. Ich meine, auch eine Praxis, die sicherlich anklagenswert ist, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man solche Dinge in puncto Amazon entsprechend schießt. Und auch dort kämen wir ganz locker auf die 4, 5 Punkte, wo man sagen kann, Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Ja, da müsste man doch eigentlich was tun. Und auch da, und das ist mir dann eben so wieder die Schuppen aus den Haaren gefallen, gibt es ja auch wieder den klassischen Satz, wenn es bei Facebook ist, ich habe doch nichts zu verbergen, ist bei Amazon, aber die liefern doch so schnell und so nahtlos. Ja. Also es gibt immer diese Entschuldigungssätze, gerade im Bereich Endanwenderinnen, ja, wo man sagt, ja, who cares, ja, die sind ja so gut, ja, und what shells, ja, auf Deutsch gesagt. Ja. Und ich glaube, wir würden, wenn wir jetzt mal weitergehen und Apple, Google und Microsoft durchgehen würden, würden wir auch solch einen lapidaren Satz finden, der vielleicht klassisch ist für die Einschätzung, und warum die Konzerne ihre Macht behalten. Und ich sehe nicht auf der anderen Seite, dass die Politik, wirklich die regulierenden Behörden dort durchgreifen werden. Da denke ich mal, hält auch im Endeffekt ein amerikanisches System seine Hände drüber, weil das sind natürlich Machtfaktoren. Das sind 5 Konzerne, die auch für die Wirtschaftsmacht der USA von absoluter Bedeutung sind.
und da wird zwar schön diskutiert und da gibt es Anhörungen, aber ich habe meine Zweifel, dass da irgendwas passieren wird, weil einfach das eigene Interesse, diese Konzerne oben zu halten, zu groß ist. Und ich meine, es gibt jetzt auch wieder die Markenbewertung, wir brauchen, glaube ich, nicht zu schauen, wo die stehen. Ja? Sind wir dabei. Auf der anderen Seite, in der EU sehe ich noch nicht in der Position einer Einigkeit, ganz, ganz weit davon entfernt, dass die hier auf einer europäischen Ebene was dagegen tun wollen. Und sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen negativ bin. Einerseits bei der Sicht der Endanwenderin, andererseits beim Wirken der Legislative, gerade auf EU-Ebene. Ja, ich denke, also damit der Verantwortung der Nutzerinnen und Nutzer zu kommen, das stimmt sicher. Klar hat jeder die Verantwortung, da irgendwie als bei Amazon zu kaufen oder eine WhatsApp-Nachricht zu verschicken, aber das greift halt einfach zu kurz. Also ich glaube, dass da doch die Politik im Spiel ist und die regulierenden Behörden im Spiel sind. Und jetzt sagst du gerade, das USA, dass da die Regierung oder die Behörden da vielleicht eben nicht so gewillt sind, da etwas zu ändern. Es gibt ja dann eben auch die Vergleiche mit Monopolen in der Ölindustrie zum Beispiel, die zerschlagen worden sind, und auch mit der Tabakindustrie. Das hat ja die Frances Haugen, die Whistleblowerin, auch konkret gesagt, dass die Tabakindustrie eben auch über Jahrzehnte lang machen konnten, was sie wollten, und eben auch eigene Studien sozusagen dann eben zurückgehalten haben, was eben die Gefahr von Rauchen und von Nikotin angeht. Und irgendwann haben halt die Behörden dann doch zugegriffen und oder eingegriffen und haben da reguliert. Und das sind so die Vergleiche und auch die Dinge, die eben dann doch von Behördenseiten getan worden sind, die eben vielleicht auch bei den digitalen Plattformen dann hoffen lassen, dass sich was tut. Und das nehmen wir jetzt als ein schönes Schlusswort, denn es ist 8.51 Uhr. Wir sollten uns wirklich angewöhnen, um 8.51 Uhr aufzuhören. Und es ist ja auch ein Hauch von Hoffnung dabei. Das war die Pantomime mit Lars und mit Stefan. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu sehen. Und Lars hat versprochen, dann mit dem korrekten Jingle. Have a good week. Lars, bis später, mein Lieber. So, tschüss, jetzt muss ich irgendwo noch den Jingle abspielen, diesen komischen.